Hast du das Geräusch? Das war ich. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal langsam einsteigen. Und wenn wir NachzüglerInnen haben, ist das ja kein Problem. Hallo in die Runde. Schön, dass Sie zu uns in den Raum gefunden haben und unser Projekt sich anhören möchten, was wir hier genannt haben, Vermittlung vermitteln, multimediales E-Learning am Beispiel des Projektes Art 4.0, was das bedeutet. Erzählen wir Ihnen jetzt, freuen uns natürlich auch über Ihre Fragen, Ihre Inputs, die gerne einfach in den Chat schreiben, dann haben wir da so ein bisschen das Auge drauf und nichts geht verloren. Mein Name ist Christine Stenner, wie es da steht, und ich bin heute hier zusammen mit meiner Kollegin Theresa Sterk. Wir sind beide am Institut für Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf und haben in einem Projekt, das jetzt 1,5 Jahre lief, uns auseinandergesetzt mit digitaler Kunstvermittlung und auch der Vermittlung von digitaler Kunstvermittlung an unsere Studierenden. Und für den Kontext haben wir Ihnen erstmal kurz mitgebracht, genau, wo wir überhaupt angesiedelt sind. Wir sind beide MitarbeiterInnen beim Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement hier an der HAU in Düsseldorf. Genau, wenn du ein bisschen runter gehst, diese drei Stichworte, die da standen. Genau, da hat mein Internet gerade gestockt. Der Masterstudiengang und auch alle Inhalte, die wir behandeln, sind interdisziplinär, was sich darin spiegelt, dass eben auch der Masterstudiengang interfakultär ist. Also bei uns arbeiten die philosophische und die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zusammen und bieten diesen Studiengang an, sodass wir eben auch Studierende haben, entweder mit einem Bachelor in der BWL im weitesten Sinne oder eben der Kunstgeschichte. Was bedeutet, dass in den Grundsemestern erstmal auf beiden Seiten quasi so, dass das grundständische Wissen ergänzt wird. Also die BWLer lernen das Handwerkszeug der Kunstgeschichte im Schnelldurchlauf und umgekehrt die KunsthistorikerInnen lernen die Ideen der BWL kennen und treffen sich dann quasi in der Mitte. Und damit sind wir als Studiengang deutschlandweit einzigartig. Und was auch sich mittlerweile sehr gut etabliert hat bei uns, ist die praxisnahe Vernetzung auch einfach in den Sektor hinein, in den Kunst- und Kultursektor, sodass unsere Studierenden sehr viel auch Veranstaltungen in Museen haben, in Ausstellungshäusern haben und da direkt schauen können, wie funktioniert das denn in der Praxis, was ich hier theoretisch lerne. Und das ist nicht nur in den Veranstaltungen vor Ort, sondern das ist so ein bisschen unser Credo in allen Veranstaltungen, dass wir aufbauend auf einer Theorie, die wir natürlich vermitteln, auch immer kritisch und praktisch mit den Studierenden uns anschauen, wie man Dinge umsetzen kann. Und gerade im Feld und jetzt kommen wir gleich auch Richtung konkreter Inhalt des Projektes, mit dem wir uns beschäftigt haben, gerade im Feld der Kunstvermittlung und besonders der digitalen Kunstvermittlung, ist das etwas, was sich einfach im Augenblick sehr, sehr dynamisch verändert. Wir haben das Projekt angefangen im April 2020, also genau zur Schließung der Museen in Deutschland. Und damit ist unser Forschungsgegenstand, also digitale Kunstvermittlung, plötzlich komplett explodiert. Und wir konnten uns da dann entsprechend natürlich, wenn man positive Dinge aus der Pandemie ziehen möchte,
sehr viel mehr praktisch anschauen, wie umgegangen wird mit digitaler Vermittlung von Kunst. Genau, und genau diese neuen Anforderungen an die Studierenden, die sich ja in einer Berufswelt natürlich auch dann umorientieren müssen, können, sollen, haben wir Ihnen hier nochmal mitgebracht, einfach für den Kontext, weil wir natürlich sehr im Feld sind, aber das offen für alle gestalten wollten, die auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Deswegen hier nur ein paar Stichworte. Was bedeutet denn überhaupt digitale Transformation im Kunst- und Kultursektor? Und das ist wie in allen Bereichen, allen Sektoren der Praxiswelt natürlich auf allen Ebenen ein wichtiges Thema. Also es ist sowohl in der Sammlungserfassung und Verwaltung, also einer Datenbank, wo dann drin steht, aha, ich habe hier einen Picasso, der ist von 1900, schieß mich tot, hat die Maße so und so und hat vielleicht eine Provenienzgeschichte, also wem hat das zuerst gehört, wo wurde das dann hinverkauft. Das kann man natürlich jetzt alles digital nachfassen und auch so, dass man das mit Kolleginnen aus anderen Häusern teilen kann, das Wissen, oder auch mit Forschenden, sei es MitarbeiterInnen an Unis oder auch Studierenden. Und das zieht sich durch, also über die Konservierung, Restaurierung von CT-Scans, die man an Bildern machen kann, bis zu 3D-Replikas und auch digitales Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Ich muss Ihnen jetzt nicht Instagram erklären. Da gibt es einfach sehr, sehr viel, was sich verändert und was eben auch für unsere Studierenden wichtig ist, dass sie diese Veränderungen auch im Studium wahrnehmen können. Genau, und der Fokus unseres Studiengangs, der Vermittlung, bezieht sich dabei sowohl auf den, wir nennen das immer den analogen Raum, also wirklich innerhalb der vier Wände des Museums, dass ich da visuell irgendwie ein Touchscreen anbringen kann, dass ich Zusatzinformationen geben kann, dass ich aber auch sowas wie einen Audioguide habe, also auch das sind ja schon digitalisierte Formen von Vermittlung, oder dass ich wirklich in VR und AR, also Virtual und Augmented Reality gehe und damit ein ergänzendes Vermittlungsprogramm aufbaue. Magst du auf den digitalen Raum gehen? Ich danke dir. Genau, und auch da, ich habe ja eben gesagt, okay, alle Museen waren zu und dann hat sich die Vermittlung eben in den digitalen Raum verlagert, also ins Internet verlagert. Und auch da passiert ganz viel von Online-Stellung von kompletten Sammlungen über sehr ausgereifte Podcast-Formate, in denen Dinge erzählt werden zu KünstlerInnen oder zu Kunstwerken. Oder auch eine Führung, die via Instagram Live passiert, oder ein Vortrag, der abgefilmt wird und dann nochmal ins Internet gestellt wird. Und das haben wir so ein bisschen aufgeteilt in primäre Formate digitaler Kunstvermittlung und sekundäre Formate. Und da wäre es eben so, primär ist etwas, was für den digitalen Raum geschaffen wurde, und sekundär ist etwas, was vor Ort stattfindet, wie also ein Vortrag, und der wird dann abgefilmt und im zweiten Schritt online gestellt. Und was für unsere Studierenden das vierte wichtige Feld ist, ist die Publikumsforschung, dass ich hier einfach, das ist im deutschen Kunst- und Kultursektor noch ein bisschen rückständig, die Publikumsforschung, und da ergeben sich jetzt einfach ganz viele neue Möglichkeiten, die auch für die Studierenden dann einfach ja ganz interessant sind, auch hinsichtlich nicht nur des digitalen Trends, sondern auch der Megatrends einer diversifizierten Gesellschaft, einer strukturell eher älteren Gesellschaft, was ja auch für den Kunst- und Kultursektor wichtig ist, dass da Nachwuchs nachkommt, und da zu schauen, wie kann ich diesen Nachwuchs in Zeiten von Netflix und Social Media irgendwie auch nochmal für ein Museum begeistern
Und da hilft es natürlich zu wissen, womit man sich überhaupt erstmal auseinandersetzt. Und all diese Änderungen haben wir quasi festgestellt, und da sind wir auch nicht alleine, dass wir das festgestellt haben. Aber wir haben uns dann eben gedacht, für unseren Studiengang, oha, da müssten wir auch irgendwie reagieren, wenn Dinge in der Welt passieren sollte, dass sich das auch in unserem Studiengang spiegeln. Und deswegen haben wir uns in dem Projekt eben zum Ziel gesetzt, diese Veränderungen und Innovation digitaler Vermittlung eben bei uns curricular zu verankern. Und genau wie haben wir das gemacht? Indem wir praxisnah, das habe ich ja eben angesprochen, das ist der Studiengang sowieso, und E-Learning basiert, nicht nur, weil es sich durch Corona nicht nur angeboten hat, sondern so sein musste, sondern auch einfach, weil es thematisch passt, dass wir über digitale Themen auch im digitalen Raum sprechen, und multimedial und modular, da kommen wir gleich nochmal drauf, warum wir uns für so eine modulare Umsetzung entschieden haben. Das wollten wir dann irgendwie tun, und wie wir das getan haben, stellt Ihnen jetzt meine Kollegin Frau Sterk vor. Dankeschön, Tine. Ja, Sie sehen, wir hatten eben zu Beginn des Projekts all diese Anforderungen an uns selbst, aber eben auch an diese curriculare Neugestaltung quasi des Studiengangs, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen also ein E-Learning-Konzept entwickeln, bei dem wir all diese Themen, die jetzt Christine Stender Ihnen vorgestellt hat, unterbringen wollen. Und dafür haben wir dann das Projekt Art 4.0 Digitale Kunstvermittlung ins Leben gerufen. Das ist ein Projekt der Förderlinie Curriculum 4.0 NRW. Einige von Ihnen haben vielleicht schon davon gehört, dass eben eine Förderlinie, bei der es darum geht, OER-Content zu schaffen, aber eben auch curricular die jeweiligen Studiengänge an die digitale Transformation inhaltlich anzupassen. Wir hatten eine anderthalbjährige Laufzeit eben bei unserem Institut, Projektleitung von Frau Stender und von mir. Und unsere Projektziele möchte ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Das war zum einen eben die wissenschaftliche Aufarbeitung digitaler Methoden der Kunstvermittlung. Das heißt, dass wir inhaltlich nochmal geschaut haben, all das, was eben Sie eben von Frau Stender gehört haben, was sich eben verändert hat an den Museen. Nicht erst durch die Pandemie, sondern auch schon zuvor hat man natürlich da neue Tendenzen in der Vermittlung, aber auch im Management von Museen im Bereich der Digitalisierung vermerken können. Dann wollten wir zunehmend eben diese digitalen Methoden der Kunstvermittlung in der Lehre verankern, in unserer eigenen Lehre. Uns war es wichtig, dass Studierende des Studiengangs die digitalen Dimensionen ihrer zukünftigen Arbeit kennen und eben auch ihre Methoden, die sie bisher schon kennengelernt haben, in den digitalen Raum übertragen können. Dazu war uns auch wichtig, generell digitale Kompetenzen zu stärken, nicht nur in Bezug auf Vermittlung, sondern generell eben den Umgang mit digitalen Tools. Und wir wollten eben vor allem praxis- und anwendungsorientiertes Wissen zu digitaler Kunstvermittlung den Studierenden aneignen. Ja, und wie wollten wir das eben durch einen erhöhten E-Learning-Anteil auch fernab der Online-Lehre, eben durch ein erarbeitetes Blended-Learning-Konzept und durch diese Konzeption eben multimedialer Lehr- und Lerninhalte. Und dafür haben wir dann im Rahmen des Projekts die Art 4.0 Toolbox entwickelt. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Software, mit denen wir hier gerade auch diesen kleinen Talk vorstellen, andere nicht. Und zwar arbeiten wir mit Articulate 360, und zwar davon mit der Anwendung RISE. Das ist eben genau diese Anwendung, die Sie jetzt auch gerade hier sehen. Und mit der haben wir eben auch die Toolbox erstellt. Ziel dieser Art 4.0 Toolbox war es eben, einen Überblick über verschiedene Methoden der digitalen Kunstvermittlung zu geben. Sehr praxisnah, sehr verständlich. Und vor allem auch mit vielen Best-Practice-Beispielen. Das war uns ganz wichtig. Inhaltlich gliedert sich die Art 4.0 Toolbox eben in verschiedene Teilbereiche der digitalen Kunstvermittlung. Einmal im analogen Raum, im digitalen Raum, digitales Storytelling, das Publikum im Fokus der digitalen Kunstvermittlung, digitale Usability, Digitalisierung am Museum und digitale Barrierefreiheit in der Kunstvermittlung. Weil wir festgestellt haben, das sind eben diese 7 Teilbereiche, die unsere
unseren AbsolventInnen nach Abschluss des Studiums eben am häufigsten begegnen werden, wenn sie wirklich in den Bereich der Kunstvermittlung, des Museums, des Kulturmanagements gehen möchten. So sieht dann ein solcher Kurs aus. Wie gesagt, das ist immer in so Online-Kurse gegliedert, die die Studierenden dann eben absolvieren können, eben auch mit verschiedenen interaktiven Quiz-Einheiten. Das wäre uns sehr wichtig. Gerade im letzten halben Jahr der Projektlaufzeit haben wir versucht, eben den Gamification-Anteil unserer RISE-Kurse zu erhöhen. Das haben wir zum einen mit den Tools von Articulate 360 selbst gemacht. Zum anderen haben wir aber auch H5P-Elemente implementiert. Ich habe gesehen, hier im Programm gibt es noch weitere Speakerinnen, die eben mit H5P gearbeitet haben. Ich glaube, das Programm dürfte Ihnen vertraut sein. Vereinzelt haben wir auch mit learningapps.org gearbeitet, das sich auch in RISE einbetten lässt. Und so haben wir eben versucht, diesen interaktiven, spielerischen Anteil in diesen Kursen zur digitalen Kunstvermittlung zu erhöhen. Dazu kann diese Toolbox eben auch als Recherchetool genutzt werden. Das war uns auch sehr wichtig, sodass wir auch ein Glossar erstellt haben mit eben mit den wesentlichen Schlagworten rund um digitale Kunstvermittlung, Digitalisierung am Museum, sodass eben die Studierenden hier auch nachschlagen können. Und bei diesem Glossar werden die dann eben auch auf die jeweiligen Lerneinheiten in dieser Toolbox geleitet, sodass sie da dann auch nicht nur die Definition finden, sondern auch gleich ein Quiz oder so zum jeweiligen Thema, wo eben Bedarf ist, absolvieren können. Und oh, hier wird man zur Toolbox geleitet. Ich weiß nicht, ob man das gerade noch sieht. Genau. Und jetzt fragen Sie sich ja, ja gut, wie kann man die Toolbox eben, wie kann man auf diese Toolbox zugreifen? Zum einen ist die frei zugänglich auf unserer Homepage, sodass eben Studierende eigenständig bei Recherchen diese Toolbox nutzen können, selbstständig Kurse absolvieren können. Zum anderen kann die Toolbox aber eben auch im Rahmen eines Blended Learning, Inverted Classroom Konzepts in analoge Lehrveranstaltungen integriert werden. Und dazu sagt kurz meine Kollegin Christine Stender noch was. Genau. Erstmal wieder finden, wo das Mikrofon ist. Ich habe Ihnen gerade auch den Link zur Toolbox bei uns auf der Webseite in den Chat gestellt. Wenn also jemand da schauen möchte, sehr, sehr gerne. Genau, und damit nochmal ganz kurz zu diesem Thema multimediales Blended Learning, weil das Projekt eben auch diesen hohen Anteil von Selbststudium auch einfach mithaben sollte, nicht nur für die einzelnen Lehrveranstaltungen selbst, sondern auch um, wie Frau Sterk eben gesagt hat, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, das Wissen auch nachhaltig irgendwo abrufen zu können, haben wir das initial uns schon überlegt, dass Blended Learning da für uns einfach der beste, die beste Umsetzung ist. Da unsere Ausgangslage eine solche ist, dass bei uns am Institut und damit auch im Studiengang selbst wir sehr wenig Lehrveranstaltungen haben, die immer gleich bleiben. Also dieser modulare Aufbau von, es gibt den Grundkurs XY und der wird jedes Semester gelehrt, das haben wir einfach nicht. Und damit war dann bei uns diese Nachfrage erstmal, wie kann das irgendwie nachhaltig verortet werden und auch wie kann es so verortet werden, dass in so einem dynamischen Feld, ne, irgendwie jede Woche gibt es ja neue Ideen und neue wunderbare Praxisansätze, wie können wir das auch spiegeln in einer Lehre, ohne das Risiko einzugehen, dass 2 Minuten, nachdem wir was erstellt haben, die Inhalte schon veraltet sind. Das waren teilweise unsere Herausforderungen und eben ergänzt auch durch die Fragestellung für die Lernenden, also für die Studierenden, wie können wir es schaffen, die inhaltliche Ebene abzudecken, aber auch die vermittlerische Ebene, also das Handwerkszeug, mit dem wir das Wissen aufbereiten, ist ja auch interessant für die Studierenden, die ja in ihren Jobs später auch Wissen weitergeben werden. Genau, und unser Lösungsansatz war halt dann eben, zu sagen, okay, wir werden das in kleine Häppchen quasi verpacken, modular in wiederverwendbare Einheiten aufteilen und haben damit dann die Möglichkeit, alle diese Herausforderungen zu bearbeiten, indem wir in diesen kleinen Häppchen sowohl den Lernenden als auch
den Lehrenden Möglichkeiten geben. Genau, wenn du schon ein bisschen runtergehst, genau. Für die Lehrenden bedeutet das, ich habe eine Lehrveranstaltung zu einem bestimmten Thema und hier wäre gerade Barrierefreiheit für mich interessant. Also nehme ich diesen einen Kurs und baue den ein bei mir in der Lehrveranstaltung. Und das machen die Kolleginnen auch schon ganz fleißig und da haben wir ganz gutes Feedback bis jetzt zu bekommen, dass das gut funktioniert. Und dadurch, dass wir eben alle Inhalte online gestellt haben, wenn das bei Ihnen thematisch passt, sehr gerne, können Sie das natürlich auch bei sich integrieren. Genau, und auch für die Studierenden halt genau diese Herausforderung, der Umgang mit der Vermittlung von Wissen, eben aber auch das inhaltliche Wissen selbst. Und da haben wir insgesamt das einfach nur nochmal für Sie zur Übersicht uns angeschaut, dass wir sowohl die RISE-Kurse haben, wir hatten aber auch in den Praxisbeispielen dann Inhalte umgesetzt über Podcasts. Wir haben Videotutorials erstellt für die Studierenden. Wir hatten natürlich textbasierte Inputs. Es ist ja immer noch ein Uni-Kontext, da kommt man quasi nicht drum rum. Und genau den erhöhten Gamification-Anteil, den Frau Stelk ja auch schon angesprochen hat. Und das E-Learning einfach in der Ergänzung dazu haben wir dann umgesetzt in den Semestern über Videokonferenzen und den virtuellen Seminarraum. Genau, und ich gebe wieder rüber an dich. Richtig. Und unser Projekt ist jetzt seit Ende Oktober zu Ende, also zumindest die Laufzeit. Das Projekt an sich lebt natürlich weiter durch die Nutzung der Toolbox und noch durch die aktuellen Anpassungen. Und da kommen wir auch schon zu den Herausforderungen des Projekts. Und das ist jetzt ja genau der richtige Zeitpunkt, um rückzublicken und zu schauen, okay, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und eine große Frage, die uns eben beschäftigt hat, war die Frage der Zugänglichkeit und Sicherung. Und ich glaube, das ist eine Frage, die alle Projekte, die Content kreieren sollen, umschlägt. Und da muss man sich eben die Frage stellen, auf welchen Plattformen man seine Inhalte, gerade eben solche Inhalte für Blended Learning Konzepte, veröffentlichen will. Man kann das eben zum einen auf Lernplattformen wie Elias, Moodle, also Learn Management System, speichern, wo es dann ein geschützter Raum wäre. Man kann das, wie wir das gemacht haben, frei zugänglich auf der eigenen Website, wie bei uns der Instituts-Homepage, der Studiengangs-Homepage veröffentlichen. Man kann Portfolio-Plattformen wie Mahara nutzen oder eben übergreifende Portale wie das Online-Landesportal orca.nrw, was es eben und das habe ich noch gar nicht angesprochen, was für uns eben ein zusätzliches Portal ist, was wir noch nutzen werden, soweit Orca eben bespielbar ist, was bei uns aber auch keine freie Entscheidung war, sondern eben bedingt durch unsere Förderlinie Curriculum 4.0 NRW auch und von uns verlangt wird, dass wir eben unsere erstellten Inhalte auch langfristig und öffentlich zugänglich machen, eben als OER-Inhalte. Und ja, das stellt einen ja generell vor die Frage, ob man seine Inhalte als Open Access oder Closed Access zur Verfügung stellen will, was bei uns eben im Falle dieser OER-Inhalte der Open Access wäre. Das heißt, Probleme, die uns da auch beschäftigt haben, waren ganz klar rechtliche Probleme, zu denen ich auch gleich noch kommen werde, wie es eben so ist bei OER-Inhalten. Auch eine Frage, die uns gerade jetzt zu Projektabschluss beschäftigt hat, war die der langfristigen Pflege der Inhalte. Sie haben es gehört, unser Forschungsfeld ist ein sehr dynamisches, da verändert sich quasi wöchentlich der Stand, dadurch, dass immer wieder tolle neue technische Innovationen innerhalb der digitalen Vermittlung an Museen, aber auch Ausstellungshäusern generell kreiert wird. Und da fragt man sich natürlich, wer kümmert sich denn um die Aktualisierung der Inhalte der Toolbox? Wer kümmert sich um die Erreichbarkeit bei inhaltlichen und rechtlichen Fragen, gerade eben nach Ablauf der Projektzeit? Und wer kümmert sich bei Fragen zu möglichem Transfer in Lehrveranstaltungen eben um die Erreichbarkeit zu Fragen rund um die Toolbox? Wir haben jetzt die glückliche Position, dass Frau Stender und ich beide auf regulären Stellen eben sind, auf Qualifizierungsstellen eben am Institut, sodass wir immer noch als Projektinvolvierte erreichbar sind. Aber gerade natürlich bei drittmittelfinanzierten Stellen ist das eben die große Frage. Also wenn dann die jeweiligen Mitarbeitenden, die zuständig waren für ein solches Projekt, nach Projektlaufzeit nicht mehr am Institut sind, ist die große Frage, an wen wird das Wissen weitergegeben und wer ist da eben für Aktualisierung der Inhalte und die Erreichbarkeit zuständig?
Und ich habe es schon angeteasert, das Schaffen von OER-Materialien hat eben auch viele Schwierigkeiten, dadurch, dass man eben recht eingeschränkt ist bei der Nutzung von Bildmaterial. Und gerade im Kunstbereich ist das ein ganz großes Thema. Da müssen die Bildrechte abgeklärt werden von eben Fotografin des jeweiligen Fotos, von eben BesitzerInnen des jeweiligen Kunstwerks, das abgebildet ist, aber eben auch des Kunstschaffenden des Kunstwerks, was abgebildet sind, dass drei verschiedene Parteien sind, die abgeklärt werden müssen, um eben verschiedene Bildmaterialien zu nutzen als OER. Das hat uns auch zu Problemen geführt bei der Nennung von institutionellen Praxisbeispielen. Sie haben es gehört, wir wollten sehr praxisnah die Toolbox gestalten, wir wollten viele museale Beispiele anführen. Und da ist es eben auch ein Problem, dass wir eben nicht mit sämtlichen Screenshots von tollen digitalen Tools, von tollen Online-Sammlungen online stellen konnten, dadurch, dass es eben am Ende OER-Content ist, der entstehen soll und man dann eben nicht von jeder Institution einen Screenshot beifügen kann. Und dasselbe gilt eben für die Auswahl der E-Learning-Tools, die da klar bedacht werden soll. Und wo auch eine große Frage ist, okay, wenn das eben später in eine Plattform wie Orca implementiert werden soll, eingebettet werden soll, müssen wir uns eben die Frage stellen, welche Tools, mit welchen Softwares können wir da überhaupt arbeiten, um das dann später hochzuladen. Ja, weitere Herausforderung war, wie gesagt, das dynamische Forschungsfeld, schon vielfach angesprochen, eben durch die raschen Entwicklungen in der Museumslandschaft im digitalen Bereich. Selbst in 1,5 Jahren Projektlaufzeit, was ja doch relativ kurz ist für ein solches Projekt, haben wir ja schon gemerkt, wie sich da der Forschungsstand geändert hat, wenn wir zurückblicken auf den April 2020, wo wir begonnen haben. Ja, und die letzte Herausforderung ist eben die langfristige Nutzung und Verankerung unserer entstandenen Toolbox. Und wir möchten ja auch, dass sie genutzt wird. Und da war eben genau die Frage, wie können wir das zum einen intern mehr kommunizieren, also wirklich bei uns am Institut oder eben an der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, dass eben auch die anderen Dozierenden wissen, dass sie eben unsere Materialien nutzen können, dass sie das wirklich selbst in ihre eigenen Lehrveranstaltungen integrieren dürfen und sollen. Und darüber hinaus natürlich extern, wie man eben die eigenen Materialien öffentlich zugänglich macht. Ja, das waren zu guter Letzt unsere Herausforderungen. Ich schaue kurz auf die Uhr. Wir haben noch 3 Minuten, falls Sie noch weitere Fragen haben. Gerne, ich weiß nicht, ob wir schon im Chat Fragen erhalten haben. Wenn nicht, können Sie diese uns auch noch gerne nachträglich stellen. Sie haben hier nochmal unsere Kontaktdaten. Wir sind beide über unsere HHU-Adressen erreichbar. Deswegen schreiben Sie uns gern, wenn Sie nachträglich irgendwie unsere Toolbox nutzen wollen, Fragen haben, ein ähnliches Projekt haben, sich einfach austauschen wollen. Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt, ob gleich Fragen im Chat sind. Genau, wir haben schon eine Frage und zwar, und das kannst du wahrscheinlich besser beantworten, welche konkreten Gamification-Ansätze hatten Sie? Gibt es direkte Links dorthin? Ich gebe das einfach mal an dich weiter. Richtig, da konkrete Links nicht. Also wie gesagt, Sie können gerne den Link verfolgen zu unserer Toolbox, den ja Christine Stender schon gepostet hat in den Chat. Da finden Sie eben unsere Toolbox und gerade am Ende jeder Lerneinheit finden sich dann eben diese Quiz-Einheiten, wo die Studierenden dann eben zum Ende jedes Kapitels ihr Wissen prüfen können. Wie gesagt, größtenteils haben wir eben mit Rise gearbeitet. Das hatte auch, das muss ich ehrlich sagen, auch ästhetische Gründe, dadurch, dass die Einbettung von Rise natürlich, also dass die eigenen Gamification-Angebote von Rise sich dann natürlich am besten eingefügt haben. Das waren dann in der Regel Multiple-Choice-Quiz-Einheiten, aber auch kleine Zuordnungsaufgaben. Wir haben dann versucht, wie gesagt, am Ende der Projektlaufzeit das zu erweitern durch H5P-Elemente. Aber auch da muss ich sagen, wir hatten mehr geplant, als umsetzbar war, dadurch, dass wir gerade im Bereich, wo es um Memories ging oder so, mit hohem Bildanteil an unsere Grenzen gestoßen sind bezüglich der Bildrechte einfach. Wie gesagt, das muss alles als OER-Inhalt bei uns am Ende zur Verfügung gestellt werden, sodass wir nicht alle möglichen H5P-Angebote, was Business anbelangt, nutzen konnten. Sodass die meisten Quiz-Einheiten textbasiert sind, eben um die schwierige bildrechtliche Lage zu umgehen. Ich hoffe, dass das die Frage etwas klären konnte. Wenn ich gerne nochmal nachhaken oder später noch eine Mail. Ja.
Dann haben wir noch eine Frage, da weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Ich lese das vor, was ich sehe und... Ah, perfekt. Auf welcher Plattform haben Sie Ihre Vorstellung gemacht? Sie meinen wahrscheinlich das, was den Bildschirm, den wir gerade teilen, das ist auch über Articulate 360 Rise, genau, umgesetzt. Theresa, hast du da einen Link, den wir sonst vielleicht in den Chat? Ja, kann ich gerne machen. Also wie gesagt, wir dachten das, weil wir eben für unser Projekt damit gearbeitet haben, weil wir die Toolbox damit erstellt haben, dachten wir, dass es am besten ist, eben auch unser Projekt selbst damit vorzustellen. Moment, ich schicke da eben Ihnen mal den Link von Rise. Ist allerdings, also ist die Lizenz kostet. Das ist keine lizenzfreie. Huch, jetzt finde ich gerade den. Ah, hier ist der Chat, den habe ich vorhin ausgeblendet. Ich schicke mal den Link rein. Genau, also man kauft da eben dieses Softwarepaket von Articulate 360. Das sind noch mehrere Anwendungen enthalten. Das kauft man quasi mit. Wir haben nur Rise genutzt, aber da gibt es zum Beispiel auch Storyline, wo man wirklich so Storytelling-Lerneinheiten kreieren kann, was auch ein bisschen zeitaufwendiger ist. Was kann man damit noch machen? Eine videobasierte Anwendung ist da auch drin, ist mir dein Name entfallen. Ja, einfach mal anschauen. Ja, wir fanden das ganz schick aus. Ja. Auch für die Studierenden schön, Sie sehen das ja hier auch. Hier sind jetzt die kleinen lilanen Häkchen an der Seite jeweils, dass man da auch quasi direkt ein integriertes Batch-System hat, dass die Studierenden einfach wissen, wo bin ich, wie viel habe ich schon gelernt, wie viel muss ich noch lernen, wie viel darf ich noch lernen. Also damit sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. Ohne dass das jetzt in eine Werbeveranstaltung endet. Aber für uns hat es sehr gut funktioniert. Ja. Genau. Wobei man da vielleicht auch noch sagen könnte, und das passt auch nochmal kurz gut zur Gamification-Frage, wir bekommen keine Rückspiegelung, wie die Studierenden die Kurse absolviert haben. Also leider haben wir keinen Zugriff darauf zu schauen, okay, wie viele Studierenden haben welche Kurse gemacht, wie haben die Quizzes geklappt, haben wir leider nicht. Ja. Genau, also da hilft die Integration in die größere Lehrveranstaltung dann doch irgendwie, wenn man das nochmal nachkontrollieren möchte, da dann in der nächsten Sitzung einfach ins vertiefende Gespräch zu gehen, was wir sowieso ja gemacht haben, was ja auch Teil dieser Blended Learning-Idee ist, Selbststudium und dann vertiefend gemeinsam drüber sprechen. Da wir hier die Meldung gerade bekommen, dass unsere Zeit abgelaufen ist, würde ich nochmal darauf hinweisen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, sehr, sehr gerne. Die E-Mail-Adressen sehen Sie da. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen noch eine sehr spannende Tagung und freuen uns auch, uns weiter umzugucken. Und sehen Sie dann bestimmt noch in anderen Panels hier. Danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön.